Liebe Studierende, hier ein Beispiel für ein Bewegungsproblem eines starren Körpers. Speziell betrachten wir einen Stab der Länge L gleich 2b, also b ist die halbe Länge. Und dieser Stab stehe reibungsfrei auf einer Oberfläche. Und nun betrachten wir folgende Situation. Der Stab, der stehe vielleicht am Anfang genau senkrecht, wird aber dann durch eine kleine Störung ausgelenkt und steht dadurch am Anfang etwas schief. Was passieren wird ist, da es keine Reibung gibt, wird der Stab dort unten wegrutschen und im Endeffekt wird er umfallen. Und das Problem ist nun folgendes, wir möchten berechnen, was ist die Geschwindigkeit, die der Schwerpunkt besitzt im Moment, wo der Stab genau aufprallt, also der fällt so um, der Stab. Was ist die Geschwindigkeit beim Aufprall auf die Ebene? Und dann fragen wir uns, können wir eine Bewegungsgleichung finden für den Winkel Phi? Das heißt, können wir eine Differentialgleichung finden für den Winkel Phi, die uns dann erlaubt, den Winkel Phi zu jeder Zeit zu berechnen. Dieser Stab eben ist, beschreiben wir als einen starren Körper. Ein solcher starrer Körper hat ein Trägheitsmoment. Das Trägheitsmoment eines Stabes der Länge L bezüglich seines Schwerpunktes. In diesem Fall nehmen wir an, der Schwerpunkt liegt genau in der Mitte. Das heißt, die Massenverteilung sei homogen. Dann wissen wir, das Trägheitsmoment ist 1/12 ml² oder, wenn L gleich 2b ist, 1/3 mb². Eine weitere wichtige Beobachtung, die wir gleich am Anfang machen können, ist, dass auf diesen Stab keine Kraft in X-Richtung wirkt. Wir werden nachher die Kräfte noch genau untersuchen. Auf jeden Fall wirkt eine Gravitationskraft und hier eine Normalkraft, aber es wirkt keine Kraft in X-Richtung, weil wir angenommen haben, dass keine Reibungskraft wirkt. Das bedeutet, in X-Richtung keine Kraft. Das heißt, die totale x-Komponente von der äußeren Kräfte ist 0. Das bedeutet aber nun Folgendes für die x-Komponente der Bewegung des Schwerpunktes. Das bedeutet, für die Schwerpunktsbewegung nach dem Schwerpunktsatz, m, das ist die totale Masse des Stabs, mal zweite Ableitung der Ortskoordinate des Schwerpunktes ist Summe der äußeren Kräfte in x-Richtung ist 0. Daraus folgt, die x-Komponente des Schwerpunktes ist eine unbeschleunigte Bewegung. Das heißt, xs ist von der Form x0, irgendein Anfangsort, plus Vxs zum Zeitpunkt 0 mal t. Und wenn wir jetzt nun annehmen, dass zum Anfangszeitpunkt hätte der Schwerpunkt in x-Richtung keine Bewegung, also einfach in Ruhe bezüglich dieser Richtung. Wenn wir das annehmen, dann sehen wir, dass xs von t gleich x0 ist für alle Zeiten. Das bedeutet, der Stab fällt so, dass dieser Schwerpunkt einfach entlang dieser Linie hinunterfällt. Das heißt, er muss sich so wegdrehen, sodass der Mittelpunkt des Stabes genau entlang dieser Linie x gleich x0 hinunterfällt. Das ist die erste Beobachtung. Dann können wir uns noch überlegen, was ist die y-Komponente oder y-Koordinate des Schwerpunktes. Das können wir uns überlegen. Ys, das ist einfach diese Länge hier, das ist b mal Cosinus von diesem Winkel phi. Cosinus von phi oder den Cosinus von phi von t. Das Argument von t werde ich jetzt in den meisten Rechnungen weglassen, einfach um etwas weniger schreiben zu müssen. Es ist immer verstanden, dass wenn ich phi schreibe, dann meine ich eine Zeitfunktion phi von t.
Das erste Problem, die Berechnung der Geschwindigkeit beim Aufprall, können wir angehen über die Verwendung des Energieerhaltungssatzes. Und um das zu verwenden, müssen wir uns überlegen, welche Formen von Energien treten hier auf. Also die totale Energie ist eine Summe von mehreren Energieformen. Einerseits gibt es eine potenzielle Energie, weil wir nehmen an, das Ganze befindet sich hier eben in einem homogenen Schwerefeld, in einem Erdschwerefeld. Und dann haben wir gesehen, für so einen starren Körper können wir die potenzielle Energie schreiben als m mal g mal die Höhe, wo sich der Schwerpunkt befindet. Also m mal g mal ys. Dann gibt es die kinetische Energie der Schwerpunktbewegung. Das ist 1/2 mvs², also die Geschwindigkeit des Schwerpunktes zum Quadrat. Plus gibt es noch die Bewegung relativ zum Schwerpunkt. Das ist in diesem Fall eine Rotation um den Schwerpunkt herum. Es gibt also eine Rotationsenergie plus 1/2 j Omega. Rotationsenergie ist ja gegeben aus 1/2 mal Trägheitsmoment mal Winkelgeschwindigkeit zum Quadrat. Also Omega ist gerade phi Punkt, also d phi nach dt. Und ys haben wir gesehen, ist m mal g ist b mal Cosinus phi plus 1/2 m vs². Und jetzt können wir uns überlegen, können wir y-Punkt hier ausdrücken durch vs. Das schreiben wir uns dann gleich hin. Daraus schauen wir uns nochmal diesen Ausdruck an. Überlegen wir uns eigentlich, wie die Geschwindigkeit zum Quadrat gegeben ist. Vs Quadrat ist ja die Schwerpunktgeschwindigkeit in x-Komponente zum Quadrat plus y-Punkt s zum Quadrat. X-Punkt s ist 0, wir haben gesagt, es bleibt konstant, plus diese Ableitung zum Quadrat, das heißt plus d nach dt von b Cosinus phi zum Quadrat. Was ist die Zeitableitung von diesem Ausdruck? Das ist eine Konstante, kommt nach vorne, b Cosinus abgeleitet ist minus Sinus phi mal innere Ableitung ist phi Punkt. Also ist minus b Sinus von phi mal phi Punkt zum Quadrat. Ist also b Quadrat Sinus Quadrat phi Punkt Quadrat. Und dadurch können wir jetzt das phi Punkt Quadrat hier ersetzen durch vs Quadrat durch b Quadrat Sinus Quadrat phi. Daraus folgt also, die totale Energie zu irgendeinem Zeitpunkt ist gegeben als m mal g mal b Cosinus phi plus 1/2 m vs Quadrat plus, und jetzt setzen wir das ein, das j ist 1/3 mb Quadrat, ist also 1/6 mb Quadrat mal phi Punkt Quadrat, das ist vs Quadrat durch b Quadrat Sinus Quadrat phi. Jetzt sehen wir, das b Quadrat kürzt sich weg. Und das könnte man jetzt noch zusammenfassen und das vs Quadrat herausheben. Das ist also m vs Quadrat. Und dann ergibt sich ein Ausdruck mal 1/2 3 Sinus Quadrat phi plus 1 durch 3 Sinus Quadrat phi. Das ist einfach diese beiden Termine addiert. Also schreiben wir es nochmal hin. Die totale Energie ist gegeben als m mal g mal b mal Cosinus phi plus 1/2 m vs Quadrat mal 3 Sinus Quadrat phi plus 1 durch 3 Sinus Quadrat phi. So, wir haben gerade
gefunden, dass die totale mechanische Energie dieses Stabes zu irgendeinem Zeitpunkt, also wenn er irgendeinen Winkel Phi zur normalen einschließt, gegeben ist durch diesen Ausdruck. Und wenn wir jetzt nun annehmen, dass keine nicht konservativen Effekte auftreten, also keine Reibungskräfte, dann gilt, dass die totale mechanische Energie ist konstant. Ist also, oder nimmt denselben Wert an zu jedem Zeitpunkt, ist also auch gleich der totalen Energie, zum Beispiel zum Zeitpunkt 0, schreibe ich jetzt so hin. Das heißt, das könnte ich jetzt einfach als Konstante verwenden und diese Gleichung nach Vs auflösen. Oder ich schreibe es auch explizit hin. Die totale Energie zum Zeitpunkt 0 ist also m mal g mal b mal Cosinus Phi 0, der Winkel zum Zeitpunkt 0, plus 1/2 m, die Geschwindigkeit des Schwerpunktes zum Zeitpunkt 0 zum Quadrat. Und hier tritt auch überall der Winkel zum Zeitpunkt 0 auf. Damit haben wir eben die totale Energie auch ausgedrückt zu einem bestimmten Anfangszeitpunkt. Nun haben wir also eine Gleichsetzung, die Energie zu irgendeinem Zeitpunkt ist gleich der totalen Energie zum Anfangszeitpunkt. Und diese Gleichung hier können wir nun auflösen nach der Geschwindigkeit zu irgendeinem Zeitpunkt. Vs, das ist, was uns interessiert. Wir sehen noch, die Masse kürzt sich überall raus. Und wenn man das jetzt nach umformen, nach Vs, schreibe ich jetzt explizit hin zu irgendeinem Zeitpunkt, ergibt sich folgender Ausdruck. 2g mal b mal Cosinus Phi 0, also Winkel zum Anfangszeitpunkt, minus Cosinus Phi mal 3 Sinus Quadrat Phi durch 3 Sinus Quadrat Phi plus 1 plus die Anfangsgeschwindigkeit zum Quadrat 3 Sinus Quadrat Phi 0 plus 1 durch 3 Sinus Quadrat Phi plus 1 mal Sinus Quadrat Phi durch Sinus Quadrat Phi 0. Ein relativ komplizierter Ausdruck, also zumindest sieht er im Moment kompliziert aus. Nun können wir uns zuerst mal überprüfen, ob das einigermaßen passen kann. Wenn wir uns überlegen, Vs zum Zeitpunkt t gleich 0, dann muss ich Phi gleich Phi 0 setzen. Und wenn ich das überall mache, dann findet man, dieser Ausdruck verschwindet, weil dann steht hier Cosinus Phi 0 minus Cosinus Phi 0. Das ist der Ausdruck verschwindet. Dieser gesamte Ausdruck wird 1, dann steht in der Tat Vs von t gleich 0 ist Vs 0 Quadrat, wie es sein soll. Das ist nur ein kurzer Check. Und nun überlegen wir uns, uns interessiert jetzt, was ist Vs für den Zeitpunkt, wo Phi gleich Pi halbe wird. Das ist genau der Zeitpunkt, wo der Stab auf die Oberfläche aufprallt, weil dann ist der Winkel genau Pi halbe. Und um das zu berechnen, müssen wir also nur in dieser Gleichung überall Phi gleich Pi halbe setzen. Und schon haben wir eigentlich das Problem gelöst. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, welche Anfangsbedingungen wählen wir. Und dazu wählen wir jetzt folgenden Fall. Wir nehmen an, dass Phi 0 gegen 0 geht oder ungefähr 0 ist. Also wir nehmen an, der Stab fällt praktisch aus der Senkrechten, wird also nur ganz, ganz leicht gestört. Wenn er nicht gestört würde und perfekt an der Senkrechten stehen würde, dann würde er für alle Zeiten stehen bleiben. Aber er wird ganz leicht gestört. Aber das können wir annehmen, dass Phi 0 ungefähr 0 ist. Und wir nehmen an, dass er keine Anfangsgeschwindigkeit hat. Also er fällt praktisch aus der Ruhe, ganz leicht ausgelenkt. Wenn wir das annehmen, dann sehen wir sofort, zuerst dieser Term verschwindet hier, dieser Ausdruck hier. Und hier steht Cosinus Phi 0 für Phi gleich 0 ist ungefähr 1. Und für Phi hier setzen wir Pi halbe ein. Das wird 1, das wird 1. Hier steht also das folgt Vs für Pi gleich Pi halbe ist 2g Pi mal 1 minus 0.
Cosinus von pi halb ist 0. Dort oben steht 1, 3, 3 plus 1 ist 4. Und dieser Ausdruck verschwindet. Ist also, da hier muss stehen, hier habe ich ein Quadrat vergessen. Hier steht über ein Quadrat. 3 halbe gb. Beziehungsweise die Geschwindigkeit zum Moment, wenn phi gleich pi halbe wird, ist Wurzel aus 3 halbe g mal b. Jetzt können wir das mal versuchen zu vergleichen. Wie sieht das aus für ein Punktteilchen? Nehmen wir an, der ganze Stab wäre nur mehr ein Punktteilchen, das heißt, die gesamte Masse sitzt in einem Punkt. Das Punktteilchen startet in der Höhe hier auch, wo der Schwerpunkt ist natürlich. Das heißt, das wäre am Anfang die Höhe b. Dann können wir uns leicht ausrechnen, wiederum, was die Geschwindigkeit ist. Hier gilt, am Anfang hat das Teilchen nur potenzielle Energie, m mal g mal b. Und dann am Ende, wenn es aufprallt, hat es nur kinetische Energie. Halb mv ist Quadrat. Und wenn man das auflöst, sieht man die Geschwindigkeit beim Aufbau eines Punktteilchens ist Wurzel aus 2 gb. Also hier für Punktteilchen. Und was wir sehen, wenn wir diese beiden Ausdrücke vergleichen, das 2 ist 4 halbe, das heißt, das ist etwas größer. Das heißt, die Geschwindigkeit von einem Punktteilchen wäre etwas größer, ist also größer als 3 halbe g mal b. Und das kann man sich auch so erklären. Beim Punktteilchen kann ich die gesamte potenzielle Energie umwandeln in kinetische Energie. Deswegen ist die Geschwindigkeit höher. Beim Stab wird ein Teil der potenziellen Energie umgewandelt in kinetische Energie der Schwerpunktbewegung und ein Teil wird umgewandelt in Rotationsenergie. Deswegen steht dann am Ende weniger Energie zur Verfügung für die kinetische Energie der Schwerpunktbewegung, was dazu führt, dass eben die Geschwindigkeit etwas kleiner ist. Jetzt speziell, wenn wir annehmen, zum Beispiel der Stab sei 1 Meter lang, das heißt b ist ein halber Meter, wenn man das dann einsetzt, wenn wir nehmen, g ist ungefähr 10 Meter pro Sekunden Quadrat, würden wir finden, die Geschwindigkeit eines Punktteilchens ist ungefähr 3,1 Meter pro Sekunde. Und jetzt können wir uns überlegen, wie lange braucht so ein Punktteilchen, um aufzuprallen. D vom Punktteilchen. Die Zeit kann man sich berechnen für die Bewegung mit einer konstanten Beschleunigung. In diesem Fall wäre es also 2b. Durch g, das ist ungefähr 0,31 Sekunden. Und das ist eine Zeit, die wir dann später vergleichen können, wenn wir die tatsächliche Lösung gefunden haben für die Bewegung dieses Stabes. So, wir haben jetzt nun gerade berechnet, was ist die Geschwindigkeit des Schwerpunktes zum Quadrat zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ist gegeben durch diesen Ausdruck hier. Wir haben vorhin auch gesehen, die Geschwindigkeit zum Quadrat kann ich auch schreiben als b Quadrat sinus Quadrat phi mal phi Punkt Quadrat. Das ergab sich aus dem Ausdruck hier. Die Geschwindigkeit zum Quadrat ist im Wesentlichen die Ableitung der y-Komponente des Schwerpunktes zum Quadrat. Das bedeutet, die Geschwindigkeit zum Quadrat zum Zeitpunkt 0 muss ich einfach für den Winkel phi 0 oder phi Punkt 0 zum Quadrat einsetzen. Und dadurch kann ich jetzt die Geschwindigkeit hier ersetzen durch Ausdrücke im Winkel, um dann eine Gleichung für phi von d zu finden. Wenn wir das jetzt einfach einsetzen, findet man folgenden Ausdruck. Wir können schreiben, das folgt phi Punkt zu irgendeinem Zeitpunkt d zum Quadrat. Das geht jetzt hier rein. Ist gegeben aus 6g durch b. Das 1 durch b entsteht jetzt, weil das b Quadrat hier rüber dividiert wird. Und das 6 ergibt sich aus 2 mal 3. Cosinus phi 0 minus Cosinus phi durch 3 Sinus Quadrat phi plus 1.
dieser Sinusquadrat phi Term ist verschwunden, weil der hier auf dieser Seite auch steht, wenn ich die Geschwindigkeit durch diesen Ausdruck ersetze. Und dann gibt es noch diese Konstanten Term hier, v0 Quadrat durch, also v ist 0 Quadrat durch b Quadrat, 3 Sinus Quadrat phi 0 plus 1 durch 3 Sinus Quadrat phi plus 1, 1 durch Sinus Quadrat phi 0. Jetzt kann man noch diesen Term hier auch durch diesen Term ersetzen. Dann sehen Sie, das b Quadrat kürzt sich weg, Sinus Quadrat phi 0 kürzt sich weg. Und wenn man das am Ende alles zusammenfasst, findet man folgende Differentialgleichung. Phi von t zum Punkt zum Quadrat ist, dann kann ich diesen Term herausheben, 1 durch 3 Sinus Quadrat phi plus 1, 6 g durch b Cosinus phi 0 minus Cosinus phi plus, und dann kommt noch eine Konstante, die Anfangswinkelgeschwindigkeit zum Quadrat, phi Punkt 0 zum Quadrat, mal 3 Sinus Quadrat phi 0 plus 1. Das wäre also ein erster wichtiger Schritt hin zur Lösung. Wir haben jetzt gefunden eine Differentialgleichung für phi von t. Sie sagt, die Ableitung von phi von t zum Quadrat ist gegeben durch diese Funktion hier von phi von t. Hier steckt phi von t hier und hier. Plus dann Konstanten. Nun, hier ist das Problem, das ist eine stark nichtlineare Differentialgleichung. Wir haben hier ein Quadrat, wir haben hier diese trigonometrischen Funktionen. Und diese Differentialgleichung können wir nicht analytisch lösen. Das heißt, was uns bleibt, ist, das numerisch zu lösen. Da können wir versuchen, das numerisch zu implementieren und dann zu schauen, welche Funktionen phi von t, oder wenn ich phi von t gefunden habe, kann ich auch ys von t zum Beispiel ausrechnen, ergeben sich als Funktion der Zeit für bestimmte Anfangsbedingungen. Also ich muss einen Winkel vorgeben, eine Auslenkung am Anfang und eventuell eine Winkelgeschwindigkeit, die er auch haben kann am Anfang. Und ich habe das versucht zu implementieren, numerisch, und falls ich mich nicht verrechnet habe, finde ich folgende Beispiele. Ein erster Fall, den ich gerechnet habe, ich nehme an, der Anfangswinkel ist 0,01 Radian, also es ist sehr kleine Auslenkung, der Stab steht fast senkrecht, aber nicht ganz, und die Anfangswinkelgeschwindigkeit ist einfach 0. Den lenke ich also ganz leicht aus und dann lässt man ihn einfach alleine fallen. Und was man sieht, ist folgendes. Die blaue Kurve ist der Winkel phi als Funktion der Zeit. Hier ist die Zeit aufgetragen. Und man sieht, zu Anfang bleibt der Winkel immer klein und erst nach einer gewissen Zeit fängt er an, stark zuzunehmen, bis hier oben phi gleich pi halbe, 1,57, erreicht ist. Und das wird erreicht zu einer Zeit von ungefähr 0,9 Sekunden. Zur Erinnerung, ein Massenpunkt braucht nur ungefähr 0,3 Sekunden. Wir sehen also, der Stab braucht länger. Das ist, was man sich auch vielleicht erwarten kann. Am Anfang bleibt er etwas in Ruhe und dann rutscht er langsam weg und dann wird er immer schneller. Das sieht man auch hier. Das ist einfach die Höhe des Schwerpunktes. Das wäre also ys von t ist aufgetragen. Zuerst ist es ein halb für eine lange Zeit. Eben der Schwerpunkt bleibt auf derselben Höhe für lange Zeit, dreht sich weg und erst dann zum Schluss fällt er runter. Das heißt, es ergibt sich diese Funktion und bei ungefähr 0,9 Sekunden ist ys gleich 0 erreicht. Und zusätzlich habe ich noch die Winkelgeschwindigkeit aufgetragen. Die wächst auch der Zeit sehr stark an. Ich habe das auch berechnet für eine andere Anfangsbedingung, nämlich für die Bedingung, dass der Stab etwas stärker ausgelenkt ist aus der Senkrechten. Also 0,1 Radian, immer noch wenig, aber etwas mehr als vorhin. Und der kriegt auch einen kleinen Kick, das heißt, es gibt auch eine kleine Winkelgeschwindigkeit am Anfang. Und das führt dazu, wie man sich erwarten würde, dass der Stab schneller umfällt. Und das sieht man auch hier. Die y-Koordinate des Schwerpunktes, die geht schneller gegen 0. Aber auch hier wird sie erst bei knapp 0,6 Sekunden erreicht. Das ist immer noch zweimal so lang, wie ein Massenpunkt brauchen würde. Der Winkel phi startet eben beim Wert 0,1 und nimmt stark zu
und erreicht zu dieser Zeit eben Pi halbe. Und die Winkelgeschwindigkeit, die steigt sehr schnell sehr stark an, weil es schon einen Anfangswert hier gibt. Das wären also Beispiele für numerische Lösungen dieser eben recht kompliziert aussehenden Differentialgleichung. Am Ende können wir uns noch überlegen, ob wir die Bewegungsgleichung für Phi von t auch finden würden unter Verwendung des Schwerpunktsatzes und Überlegung zum Drehmoment. Schwerpunktsatz bedeutet ja Masse mal Beschleunigung des Schwerpunktes, und wenn ich mir jetzt nur die y-Komponente anschaue, muss gelten m mal ys2 Punkt mal Einheitsvektor in y-Richtung ist Summe der äußeren Kräfte. Die x-Komponente, die beschleunigte x-Komponente haben wir gesehen, ist ja 0, ist also fg plus fn. Das sind die äußeren Kräfte, die auf diesen Stab wirken. Die Gewichtskraft, die im Schwerpunkt angreift, und die Normalkraft, die hier unten angreift und senkrecht zur Oberfläche ist. Wenn ich mir jetzt das nicht mehr vektoriell anschaue, sondern nur mal den Betrag der y-Komponenten anschaue, dann sieht man, es gilt ys2 Punkt ist minus mg, es zeigt nach unten die Gewichtskraft, plus der Betrag der Normalkraft. Die Normalkraft zeigt nach oben. Jetzt ys hatten wir gesehen, ist b mal cosinus phi von t. Wir hatten auch gesehen, ys Punkt ist dann minus b sinus phi mal phi Punkt. Und daraus folgt, wenn ich das nochmal ableite, kriege ich ys 2 Punkt. Und hier muss ich mehrere Terme ableiten. Das leite ich diesen Term ab und diesen nicht. Das gibt minus b sinus phi gibt cosinus phi abgeleitet. Innere Ableitung gibt ein phi Punkt, und mit diesem phi Punkt gibt es ein phi Punkt Quadrat. Plus diesen Term nicht abgeleitet mal diesen Term. Also minus b sinus phi phi 2 Punkt. Und das können wir hier einsetzen. Hier oben kann man noch durch die Masse dividieren. Und das Minus können wir rübergeben. Daraus folgt b cosinus phi phi Punkt Quadrat plus b sinus phi phi 2 Punkt ist gleich g minus fn durch m. Jetzt könnte man auch b auf diese Seite geben. Aber wir haben uns das Problem, was ist fn, oder können wir fn irgendwie ersetzen durch andere Ausdrücke? Und da verwenden wir die Beobachtung, dass, falls ein äußeres Drehmoment wirkt, dann führt das zu einer Änderung des Drehimpulses. Nun, was ist der Betrag des Drehimpulses? Der Betrag des Drehimpulses ist das Trägheitsmoment mal die Winkelgeschwindigkeit. Das ist also das Trägheitsmoment mal phi Punkt. Und daraus folgt betragsmäßig, Betrag von m ist also die Ableitung von diesem Ausdruck, ist also j phi 2 Punkt. Die Frage ist nun, was ist das, der Betrag des Drehmomentes, das auf diesem Stab wirkt? Die Schwerkraft übt kein Drehmoment aus bezüglich des Schwerpunktes, den wir jetzt als Drehpunkt annehmen, weil er greift im Schwerpunkt an. Die Normalkraft übt ein Drehmoment bezüglich des Schwerpunktes aus. Der Betrag des Drehmomentes ist Hebelarm mal Komponente der Kraft, die senkrecht auf den Hebelarm steht. Das ist also diese Komponente hier. Das ist fn mal Sinus von diesem Winkel hier. Dieser Winkel hier ist aber genau dieser Winkel. Das ist also Hebelarm ist b mal Betrag der Normalkraft mal Sinus von phi. Und daraus folgt also fn mal b mal Sinus phi ist, und j hat man gesehen, ist ein Drittel mb Quadrat mal phi 2 Punkt. Und daraus folgt, fn ist, ein b kürzt sich weg, ein Drittel mb durch sinus phi mal phi 2 Punkt. Dieses fn kann man hier einsetzen, und dann findet man eine Differentialgleichung für
phi 2 Punkt, phi Punkt als Funktion von phi. Das diskutieren wir jetzt nicht weiter. Es gibt einfach eben eine neue Differentialgleichung, die kann man versuchen wiederum numerisch zu lösen. Eben hier treten nur mehr phi, phi 2 Punkt und phi Punkt auf. Und diese Konstanten g und b und so weiter. Und wenn man diese löst, sollte man dieselben Lösungen finden wie beim vorigen Ansatz, wo wir die Energieerhaltung verwendet haben. Und damit hätten wir dieses Bewegungsproblem eigentlich recht interessant für einen einfachen Fall eines Stabes, der einfach umfällt auf einer reibungsfreien Oberfläche, ausführlich diskutiert.